20.11.2021, Tag 63 und kein Ende in Sicht. Vielmehr wurde gestern in etwa 36 Kilometer Tiefe das bislang intensivste Erdbeben, bisher waren es mindestens 300, mit einer Magnitude von 5,1 auf der Richterskala gemessen. Dies verursachte weitere Aktivitäten des Vulkans. In einigen Meldungen wird sogar von einem Tornado aus Asche am Fuß des Cumbre Vieja geschrieben. Aufgrund der Stärke war das Beben überall auf La Palma, besonders in Villa de Maso, zu spüren. Wie auf dem Film ersichtlich, fließen die Ströme des Lavas weiter und es wird immer mehr Landfläche produziert. Das dadurch entstandene Delta hat mittlerweile eine Gesamtfläche von etwa 0,43 Quadratkilometer, das entspricht etwa 43 Hektar. Die betroffene Landfläche beträgt ca. 1048 Hektar und wächst weiter. Hallo, dies ist die automatische Endcard von Gymis Kanal. Leider ist das Video schon vorbei. Ihr könnt aber gerne den Kanal abonnieren und ein weiteres Video anschauen. Vielen Dank.